Kapuzenweste für Kinder, Größe 98/104. Ich habe hier zwei Knäule, je 100 Gramm, 230 Meter, Nadelstärke braucht ihr 4,5. Ich habe schon mal eine Maschenprobe angefangen. Wir stricken rechts kraus, so sieht das dann aus. Also rechts kraus einfach stricken. Erste Reihe rechts, zweite Reihe rechts, also immer rechts stricken. Dann entstehen hier krause Maschen. Rückreihe rechts. Ihr schlagt aber zuerst 106 Maschen an. Maschen anschlagen, 106 Maschen. Das mache ich jetzt natürlich nicht bis zum Ende, das dauert dann zu lange. Ich habe aber dann auch schon ein Stück vorbereitet. Nach 106 Maschen strickt ihr 140 Reihen rechts. Nach 140 Reihen rechts habt ihr dieses ganze Stück, weil die Weste wird in einem ganzen Stück gestrickt. Das sind hier dann die Vorderteile und das ist hier das Rückenteil. Wenn ihr 140 Reihen gestrickt habt, landet ihr ungefähr unter den Armen. Wir fangen jetzt erstmal an, das aufzuteilen. Und zwar stricken wir jetzt 25 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Das wäre jetzt ein Vorderteil. Ich zeige euch das mal. Klappen das hier so nach vorne. Ein Vorderteil. So, damit hier vorne eine Öffnung entsteht, stricken wir jetzt erst nur dieses Vorderteil zu Ende. Das stricken wir ungefähr wie dieses ganze Stück. Also nicht 140 Reihen, sondern nur 120 Reihen rechts stricken. Also die Masche jetzt, die Reihe jetzt nicht beenden bis zum Schluss, sondern einfach nur das eine Vorderteil beenden, indem wir nur rechts stricken. Und das 110, 120 Reihen rechts. Nur das eine Vorderteil. Das sind 25 Maschen und die stricken wir jetzt bis 120 Reihen. Dann die Mitte aufteilen. Nachdem ihr das beendet habt,
kettet ihr das ab, dann macht ihr das, den Rücken. Da strickt ihr 56 Maschen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 58, 52, 54, 56 Maschen für Rücken. Da strickt ihr dann auch nur ein, an einem Stück. Und das auch 120 rein, dann kettet ihr das ab und dann die restlichen 25 Maschen für das andere Vorderteil, die strickt ihr dann auch an einem Stück 120 rein und kettet es ab und dann zeige ich euch, wie man das Ganze zusammennäht. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. 25 für das eine Vorderteil, Rückenteil 56 Maschen und das nächste Vorderteil auch nochmal 25 Maschen, alles einzeln drunter stricken, 120 rein, abketten und dann wird das Ganze zusammengenäht. Das zeige ich euch dann im zweiten Video, wie es da weitergeht.